Wir sind in Kleindemsin, Sachsen-Anhalt. Hier steht eine von 11 Sauen, Zuchtanlagen der LFD. Das Besondere dieser riesigen Stelle, sie befinden sich mitten im Dorf. Jörg Ballerstedt und Rainer Moritz wohnen in Kleindemsin. Sie sind Nachbarn. Kannst du mal kommen, bitte? Das Grundstück von Rainer Moritz grenzt direkt an die Stallanlagen. Hallo, Rainer. Seit Jahren leiden die Anwohner unter Gestank und Gülletransporten. Da sieht man nun die neuen Ställe. Pech für die Anwohner. Im vergangenen Jahr wurde die Anlage massiv ausgebaut. Die Folge? Jetzt stinkt es noch mehr, besonders bei Wind aus der Hauptwetterrichtung. Aber wenn wirklich Westwind ist, dann stinkt es aus den Ställen da hinten. Also das ist unwahrscheinlich. Das ist, als wenn man mitten mangte Schweine steht. Das ist wirklich manchmal kaum auszuhalten. Ja. Wäsche waschen ist dann ja auch nicht möglich. Wäsche waschen schon, aber nicht trocknen draußen. Das ist schlimm. Dabei sollte doch unter dem neuen Betreiber alles besser werden. Auf der Webseite heißt es, es ist uns ein besonderes Anliegen, die Geruchsemissionen für die Anlieger so gering wie möglich zu halten. So sind ein Großteil unserer Stallanlagen mit Abluftreinigungsanlagen ausgestattet. Moderne Lüftungssysteme in den Ställen nutzen jedoch wenig, wenn die Dachfenster geöffnet sind. Ammoniakgeschwängerte Abluft wabert so ungefiltert durchs Dorf. Wir sind ja auch beide in der Landwirtschaft mehr oder weniger groß geworden. Wir wissen auch, dass es in der Landwirtschaft nicht nur nach Pfeilchen riecht, aber so wie hier, es ist wirklich nicht normal. Wir fahren weiter. Ein anderer ehemaliger Strathof-Standort, der es immer wieder in die Schlagzeilen geschafft hat, ist dieser. Binde in der Altmark. Stelle für fast 38.000 Tiere, in großen Teilen schwarz gebaut, sowie auch diese Biogasanlage. Die Strathof-Nachfolger haben Transparenz versprochen. Doch an der riesigen Anlage findet sich noch nicht einmal ein Firmenschild, keine Briefkastenbeschriftung. Nichts deutet auf den neuen Eigentümer namens LFD hin. Hallo, wir hätten gern jemand von der Geschäftsleitung gesprochen. Hier ist jetzt keiner. Wer ist denn der neue Betreiber dieser Anlage? Gladau. Gladau, das ist der Ort, in dem sich die Firmenzentrale des neuen Betreibers befindet. Dieses Wort ist die einzige Information, die wir bekommen. Gülletransport und Gestank auch vor dem dörflichen Frisiersalon von Petra Hennigs. Nur einige hundert Meter weiter. Petra Hennigs leitet die örtliche Bürgerinitiative. Von einer veränderten Unternehmensstrategie der neuen Betreiber hat sie noch nichts gespürt. Die Geruchsbelästigung ist extrem hoch. Und meine, das geht einfach nicht. Meine, wir Dorfbewohner werden hier mega belästigt. Und der Landkreis muss sich darum jetzt ernsthaft bemühen, dass das weniger wird. Und das fordern wir auch vom Landkreis. Und das geht so nicht. Das geht so nicht, sagten vor 15 Monaten auch die Behörden angesichts wiederholter massiver Tierschutzverstöße in den Strathofstellen. Das verhängte Tierhaltungsverbot gegen ein Unternehmen dieser Größe bisher einmalig in Deutschland. Die Strathof-Nachfolgerin LFD gelobt nun eine Kehrtwende. Ausgerechnet Tierwohl sei jetzt wichtiges Unternehmensziel. Zitat: Die Gesundheit unserer Tiere steht bei Züchtung und Haltung an erster Stelle. Willkommen. Alles Augenwischerei, glaubt Jürgen Voss. Der Tierschutzaktivist betreibt nördlich der Altmark eine Art Gnadenhof für geschundene Nutztiere. Die Charmoffensive der Strathof-Nachfolgerin hält er schlicht für eine Werbestrategie. Ja, das ist ja mittlerweile gang und gäbe in der Tierindustrie, dass Tierwohl oder Tierschutz mit ein Verkaufsargument wird. Und die LFD Holding macht es nicht anders und schreibt auf ihrer Homepage viele tolle Sätze, dass es den Tieren jetzt besser ging. Und Wörter wie Tierwohl und Tierschutz werden eingestreut. Aber das hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Was der Tierschützer behauptet, beweisen neue Aufnahmen. Heimlich in der LFD-Sauenzuchtanlage in Gladau gefilmt. Das sind die Aufnahmen vom Dezember 2015. Und hier sieht man diese typischen Kastenstandreihen, wo die Sauen drin fixiert sind. Und
Hier sieht man auch diese gigantischen Ausmaße dieser Anlagen. Und diese Kastenstände sind in dem Fall sogar noch so eng, dass sie nicht mal ihre Gliedmaßen ausstrecken können. Schweine zu dicht gedrängt in schmalen Kastenständen. Das ist Tierquälerei. Damals wie heute die gleichen Bilder. Spätestens seit einem Urteil des Magdeburger Oberverwaltungsgerichts vom vergangenen Jahr sollten die Tiere ausreichend Platz bekommen. Aus den Ställen der LFD Holding auch diese Bilder. Kadaverbehälter mit toten Tieren. Das ist der Strathof-typische Kadavercontainer. Also diese Art der Container habe ich bisher nur in Strathof-Unternehmen gesehen. Die sind also gigantisch und die sind regelmäßig proppen gefüllt. Da kann man sehen, was da für ein sogenannter Ausschuss in diesen Tierfabriken halt zustande kommt. Also auch in Sachen Tierschutz offenbar nichts Neues bei der ehemaligen Strathof Holding. Wir fahren nach Gladau, der Firmenzentrale des neuen Schweineimperiums. 5 Interviewanfragen hat er exakt gestellt. Die Reaktion der LFD: hinhalten, abwimmeln, am Ende dann absagen. Wir versuchen es noch einmal vor Ort. Es bleibt dabei. Kein Interview, keine Aufnahmen in den Ställen. An der versprochenen Transparenz der neuen Betreiber ist offensichtlich nichts dran. Fassen wir zusammen. Strathof ist weg. Die neuen Betreiber geben sich ein modernes Image. Doch in den Dörfern stinkt es noch immer. In den Ställen leiden die Tiere. Und von Transparenz keine Spur. Hallo? Hallo? Übrigens, bei der Staatsanwaltschaft Stendal sind Buß- und Zwangsgeldverfahren der alten Strathof Holding von über 2 Millionen Euro anhängig, von denen das Land mehrere Hunderttausend zurückgezahlt hat. Wer die offenen Forderungen begleicht, bis heute unklar.